Ey, Alter, willst du mich verarschen? Alles nochmal. Ja gut, der war jetzt kein Problem, aber trotzdem. Kann ich nicht einfach... Ich will mal versuchen, dass... Ach scheiße, das war jetzt ein Fehler, natürlich. Klar. Das wollte ich so nicht machen. Ich hoffe, die Gude bleiben erstmal da. Noch für eine Zeit lang. Kann ich so? Gude, seid ihr noch da, Gude? Nein, ich hab doch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, geht auch so, alles klar. Geh nach oben! Oh Gott, okay, das ist irgendwie... Irgendwie sieht das nicht sehr gekonnt aus gerade, aber... Es ist gerade sehr effektiv. Und wir haben fast keine Gule verbrauchen müssen. Das ist auch immer ganz gut, auf jeden Fall. Wo ist denn unser großer Freund? Warum ist er nicht mitgekommen? Ich würde ganz gerne sofort einmal die Vögeleins zwitschern lassen. Was? Weg! Boah. Ja, aber er sieht ganz gut aus. Es sieht doch alles ganz gut aus. Weg da. Ja. Weg. Weg. Oh Gott, scheiße. Und. Gut. Nein, nicht so. Ja, komm. Genau, mach mal hier so ein bisschen. Oh Gott. Ich finde es immer gut, wenn er sich mal wieder reckt und streckt, um seine Knochen wieder... Oh Gott. Auf Vordermann zu bringen, das wollte ich noch sagen. Aber gleich ist er down. Oh Gott, ich auch. Ja, komm, komm. Komm. Oh. War das wieder knapp. So, was haben wir denn hier? Ich hole mir gleich erstmal bei einem Verkaufstypen so viele Sachen. Und sage ich, ey, Verkaufstyp, gib mir mal so viel Sachen. Hier runter will ich mal. Gut, ab nach oben. Und dann können wir schon wieder zurück und dann hätten wir es auch schon geschafft. Ja, das ist ja... Das ist ja richtig schön. Oh nein, ach, da muss ich gar nicht mehr hin. Verarscht. Okay, ich bin irgendwie in Redelaune gerade. Ich mag die Tage, wenn ich in Redelaune bin. Manchmal hat man ja auch so Tage, da spielt man oder muss aufnehmen, hat irgendwie keine Lust, aber man muss es ja irgendwie machen. Heute ist es anders. Heute habe ich Lust drauf. Und das merkt man mir dann auch meistens immer an. Ich will so. Ja, ich werde auch dienen. Und zwar gar dienen. So. Hier kommen wir wieder ganz zurück. Und hier ist der Yurika. Oder wie heißt der nochmal? Yado, ja, Yurika. Sag mir nur mal deinen Namen, Judikator, dankeschön. Das Urteil steht bevor. Menschen, immer so ängstlich. Sieh dein Leben, wie du es wahrhaft gelebt hast. Es ist vollbracht. Dein Herr ruft dich. Stets zu Diensten. Du vergisst deinen Stand, Nephilim. Du bist vielleicht ein Reiter, doch ich bin ein Fürst der Toten. Und dein König verlangt eine Audienz. Dieses Reich gehört nun dem Verderben an. Niemand, der lebt, kann sich gegen es stellen. Du schätzt mich falsch ein. Du reitest ohne die Macht der Siegel. Du würdest nicht einmal die kleinste Prüfung des Reichs überleben. Ich habe den Champion der Arena niedergestreckt. Das ist nur ein Spiel, fahler Reiter. Es gibt andere Prüfungen zur Bestrafung.
Sprich mit der Stimme in der goldenen Arena. Frag nach dem Psychomeer. Wenn du überlebst, werden wir wieder sprechen. Okay, jetzt haben wir unseren zweiten Typen. Es wäre genauso, wie ich es gedacht habe, dass wir dann im Endeffekt drei bekommen könnten. Das wäre ja richtig, richtig geil, wäre das. Wenn wir drei Assistenten hätten, die uns helfen. Assistent, bitte helfen Sie uns. Was ist mit diesem Teil? Was ist... Sag mal, kann es sein, dass ich immer noch nicht eine Fähigkeit habe, um das Teil hier zu holen, oder? Ich müsste rüber, ne? Hüps! Ja. Rüber ist gut. Ah, ich kann hier einfach nach oben. So. Sollte aufhören, immer so schräg zu lachen. Irgendwie, Asche, was siehst du? Staub. So, hier, genau, hier war der Hebel. Und hier geht es dann zurück in die Goldene Arena, muss ich. Also ganz komplett zurück zur Goldenen Arena. Da, wo ich diesen Fritzen besiegt habe. Dieses Schlangenvieh da. War das? Okay, so. Nee, musst du nicht. So. Von wegen muss alleine gehen. So, was haben wir denn hier Feines? Wir müssen hier lang. Auf jeden Fall. Ja, also zur Goldenen Arena zurück. Alles klar. Ich würde ganz gerne wieder mal irgendwie bei so Leuten vorbeischauen. Ein paar Sachen irgendwie neu ausrüsten, verbessern. Und so ein Kram. Wäre schon ganz geil irgendwie. Würde ich mich freuen. Und da oben ist irgendwas gewesen, aber das interessiert mich gerade mal nicht. Hätte man nach oben gehen können. Ah, wahrscheinlich nur für eine Truhe oder so. Und Truhen haben wir mittlerweile ja schon genug geholt. Und wir können eigentlich wieder Sachen verkaufen ohne Ende. Ich hol mal beide. Kann ich beide jetzt holen? Geil. Das ist ja richtig, richtig geil. So, der Schlund. Im Schlund geht's rund und hier müssen wir hin, oder? Nee. Wir müssen noch weiter zurück. Ja, helfen mir die. Nee. Ja, so schnell kommen die nicht hinterher. Die lieben Freunde von uns. Unsere besten Freunde. So, was haben wir denn? Ah, da ist ein Baum. Da ist ein riesen Baum im Hintergrund. Ich hätte es erst gesehen. Ist das der Baum des Lebens? Doch, die helfen mir. Ich habe ein Zweier-Kombo bekommen. Hallo. Guten Tag, ich alle zusammen. Ich denke, ich muss hier rein, oder? Oder? Zeig mir den Weg. Ja. Sieht ganz gut aus. Oder? Asche, was siehst du? Ja, okay. Ist ja gut, aber hier war ich noch gar nicht drin, oder? Das kenne ich zumindest nicht. Kommt mir nicht bekannt vor. Nee, war ich auch noch nicht. Okay, lustig. Hallo? Ach komm, ihr könnt doch gar nichts. Ihr könnt nur auf zwei Beinen stehen und freundlich mit der Wimper zucken, die ihr nicht habt. Und mit euren Gliedmaßen irgendwie rumbacken. Das ist alles, was ihr könnt. Ach man. So, was haben wir denn hier Feines? Das sag ich auch viel zu oft. Was haben wir denn hier Feines? Nee, kenne ich mich echt noch gar nicht aus. Und meine Energie lässt auch zu wünschen übrig. Vielleicht sollte man da ein bisschen nachbessern. Aber wenn wir keinen Trank bekommen, dann können wir auch nicht nachbessern. Hier komme ich eventuell nicht durch. Hier schon? Wo bin ich denn hier? Egal wo ich bin, hoffentlich nur kein Endgegner. Asche, was siehst du? Asche sieht den Weg, dann gehe ich mal kurz da gucken, weil da ist nämlich zu Ende. Okay, bringt mir aber auch nicht viel. Ha, noch gerade so durchgeschlüpft. So.
Ah, alles klar. Hüps. Hier sind wir. Wir sind wieder hier. Da wollte ich schon immer mal hin, aber ich würde ganz gerne dann unsere Freunde jetzt rufen können. Konnte man die da rufen? Scheiße, wo muss ich denn jetzt lang? Okay, ich will jetzt mal da lang. So. Wo kann man denn unsere Freunde hier rufen? Los. Ist nicht wahr. Was? Sieh nach, was du finden kannst. Willst du mich im Kreis jetzt rumschicken, oder was? Was willst du denn von mir? Ach so, hier sind wir. Alles klar. Hier muss ich mit Sicherheit nicht nochmal hin. Also ich muss schon da lang, ne? Sieh nach, was du finden kannst. Okay, Asche. Ich muss hier lang. Und jetzt kann ich ja nur hier lang. Und jetzt will er mich wieder... Jetzt will er mich wieder da lang schicken. Was? Nein! Hä? Ich würde eigentlich nur ganz gerne hier die Kollegen rufen. Kann man die hier oben vielleicht rufen? Irgendwo muss man die doch rufen können. Weil genau deswegen, darauf habe ich ja gewartet die ganze Zeit, dass ich hier wieder zurückkomme. Mit den Kollegen zusammen. Ach da. Nee, aber, hä? Was ist denn... Was ist denn hier oben, wenn hier oben nichts mehr ist? Ach da. Hier oben Kollegen rufen? Nee, ich möchte doch... Ach, scheiße, ey. Es ist alles Dreck. Ja, ja, spring runter. Lass dich fallen. Lass dich gehen. Komm, lass dich gehen. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Ja, Asche sagt, ich soll da lang gehen. Aber das bringt mir ja nichts, Asche. Überleg doch mal ein bisschen. Asche, überleg doch mal. Was du finden kannst. Sagt Asche, ich soll da lang gehen. Überleg doch mal. Okay, ich gehe nochmal eben kurz ganz zurück. Vielleicht habe ich es ja übersehen, irgendwo so eine Druckplatte. Aber ich glaube nicht, oder? Aber es wäre jetzt so hilfreich. Nee. Hier unten war aber auch keine mehr, ne? Nee, hier ist ein Schlund. Aber vielleicht wartet mal ganz kurz. Bleibt mal ganz kurz dran. Vielleicht habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich hier wieder rausgehe, nämlich, dann bin ich hier. Nee, das bringt mir auch nichts. Ist das ein Scheiß? Ist das ein Scheiß? Ist das ein Scheiß? Scheiß, Scheiß. Ist das ein Scheiß? Ist das ein Scheiß? Ist das ein Scheiß? Scheiß, Scheiß. Ich breche gleich auch. Ich breche gleich auch, denn es ist ein Scheiß. Ich komme nicht voran und ich weiß nicht, wo lang. Bam, 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 bam. Ja, natürlich! Kommt ihr denn her? Auf einmal, ihr Idioten. Noch weniger Energie, aber ich kann den Reaper-Mode aktivieren. So, aber... Bringt mir alles nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich jetzt die Typen hier... rekrutieren kann. Hä? Ja, ja, genau, das ist ja, genau. Ach, Asche, sag mir mal einen richtigen Weg, bitte. Nicht so einen gefakten Scheißweg. Was war hier in der Ecke? Da war nix, ne? Ah ja, genau, das war hier, ja. Aber hier gab es auch nicht zufällig so etwas. Da oben, wir müssen ja mal rumgucken, leider.
Es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als hier nochmal zu gucken. So, einmal drauf schießen kurz. Was? Was? Achso, zuerst rausziehen. Dann das nehmen, dann das hier anbringen. Und dann Waffe ausrüsten und drüber laufen. Alles klar, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Und jetzt hier draufhauen, ne? Ja, von da ist auch okay. Von hier wäre auch okay. So. Komm. Nein! Aber ich glaube, da geht's auch nicht weiter, oder? Aber Asche fliegt... Nee, Asche sagt, ich soll dahin. Also bitte. Asche ist eigentlich immer richtig auf dem richtigen Weg. Aber irgendwie, so gerade habe ich nicht das gute Gefühl, dass ich irgendwie hier weiterkommen würde. Was ich noch machen könnte, wäre nochmal kurz hier nach oben gehen und nachgucken, was es da an dem, am Rand noch geben würde. Aber da können die ja auch nicht so entlang spazieren, ne? So ganz easy. Geht ja auch nicht bei denen. Deswegen, verstehe ich das nicht so ganz. Nee, da können die auch gar nicht lang. Nee, Leute, eine halbe Stunde ist rum. Ich würde sagen, ich beende erstmal die Aufnahme und dann gehe ich mit frischem Wind dann bei der nächsten Episode dann nochmal hier ans Werk und dann schafft man das auch. Nur gerade bin ich ein bisschen überfragt. Einfach nur, weil Asche auch immer sagt, ich soll da lang gehen. Aber da war ich ja schon, da komme ich ja her. Deswegen würde ich einfach sagen, ich speichere hier und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Also morgen genau und dann, ja. Einen schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!